Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kochen mit Lausitzer Knoblauch. Ich stehe heute am Knoblauchfeld der Familie Gano in Königswartha, wo tolle Knoblauchgewürze hergestellt werden. Heute wieder drei Gewürzmischungen vom Landhof Gano von Lausitzer Knoblauch, hier direkt vom Knoblauchfeld. Was empfehle ich euch? Ein Geflügelgewürz. Geflügelgewürz mit Paprika, mit Thymian, mit Bohnenkraut, Zitronenschale und ganz wichtig, eine schöne ausgewogene Note mit ein bisschen Estragon. Das macht dieses Gewürz so besonders und ist hervorragend geeignet auch zum Fischbraten, für Kalbfleisch und natürlich für Gemüse, Geflügel. Als Marinade zum Einlegen. Dieses Gewürz, das muss ein Profi gemacht haben. Einer meiner Lieblinge und schon bekannt, das Knoblauchkräutergewürz Mediterran mit allem, was die mediterrane Küche braucht. Ein Gewürz, was ich das ganze Jahr von Pasta, Gemüse bis Fleisch zum Marinieren in meiner Küche verwende. Nummer 3, Lausitzer Feuer. Chili und Knoblauch, mehr braucht's nicht und ist genau das Richtige zum Abschmecken und für den letzten Pfiff bei euren Gerichten. Mit diesen drei Gewürzen bereiten wir jetzt gefüllte Hähnchenbrust mit sonnengetrockneten Tomaten und Feta-Käse zu. Ein Gericht, was ich von der Antje Gano bekommen habe und was ihr auch in unserem Kochbuch findet. Dieses Gericht ist geeignet für die Pfanne, für den Grill und für den Backofen. Wie es geht, lasst uns einfach beginnen. Ein Tipp, wer Angst hat, dass die Hühnchenbrust nicht durch ist, dreht sie von beiden Seiten an und gibt sie dann bei 120 Grad in den Backofen und lässt sie dort so lange garen, vielleicht so 10 Minuten nochmal. Und dann seid ihr ganz sicher, dass das Fleisch auch durchgegart ist. Gerade im Sommer eine nicht zu unterschätzende Sache. Wo könnt ihr diese wunderbaren Gewürze kaufen? Natürlich hier in Königswartha im Hofladen auf der Ziegelstraße. Eine kleine, feine Auswahl und ihr werdet erstaunt sein, neben Knoblauch, Lausitzer Knoblauchgewürzen noch mit ganz vielen anderen Dingen.
wohnt ja weiter weg, auch kein Problem. In mittlerweile 16 Edeka-Märkten, wie in Bad Liebenwerda, in Cottbus, in Hoyerswerda, in Bautzen, in Weißenberg, in Dresden, überall dort findet ihr den Lausitzer Knoblauch, das heißt ihre Gewürze. Schaut mal genau hin, es lohnt sich.